Sie sind wieder auf der Flucht. Tausende Palästinenser haben am Donnerstag Khan Yunis im südlichen Gazastreifen verlassen. Zuvor hatte das israelische Militär nach einem Raketenangriff aus dem Gazastreifen Massenevakuierungen in der Gegend um Khan Yunis angeordnet. Dort werde es demnächst Armeeeinsätze geben, um auf den Angriff zu reagieren, teilten die Streitkräfte am Donnerstag mit. Erst Anfang Juli hatte das Militär die Räumung eines Großteils von Khan Yunis angeordnet. Die Mehrheit der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens wurde im Krieg vertrieben, oft mehrfach. Wir laufen vor den Gefechten weg, wir laufen mit unseren Kindern vor der Angst weg. Weiß Gott, wohin wir gehen sollen. Es gibt keinen sicheren Ort hier im Gaza. Es ist alles zerstört und kaputt. Überfüllte Autos und Eselskarren waren am Donnerstag auf den verstopften Straßen von Khan Yunis zu sehen. Die Menschen hier versuchten, neben sich selbst auch ihre Habseligkeiten in Sicherheit zu bringen. Unterdessen sind bei israelischen Angriffen auf zwei Schulen in Gaza-Stadt nach palästinensischen Angaben mindestens 15 Menschen getötet worden. Dutzende weitere erlitten Verletzungen, wie die Gesundheitsdienste in Gaza mitteilten. Die Angaben ließen sich nicht von unabhängiger Seite überprüfen. Die israelische Armee bestätigte die Angriffe auf die Schulen. Sie sollen Kämpfern der islamistischen Hamas gegolten haben, die im Bereich der beiden Schulen Kommandozentralen betrieben hätten. Die Staats- und Regierungschefs von Katar, Ägypten und den USA forderten Israel und die Hamas auf, die Gespräche über eine Waffenruhe im Gazastreifen am 15. August wieder aufzunehmen.